die Landrätin Dr. Susanne Ganster, Südwestpfalzkreis, und die Landräte Dietmar Seefeld, Südliche Weinstraße, Dr. Fritz Prechtl, Germersheim, Clemens Körner, Rheinpfalzkreis, Ralf Lessmeister, Kaiserslautern, und Rainer Gut, Donnersbergkreis, luden zusammen mit den Oberbürgermeistern Thomas Hirsch, Landau, und Marc Weigel, Neustadt an der Weinstraße, zur Landrätewanderung zum Europadenkmal ein. Bei der diesjährigen Landrätewanderung sind wir unterwegs von Weißenburg nach St. Germanshof zum Europadenkmal. Also Europa ist für mich die Zukunft und es hat auch schon sehr vieles gebracht die letzten Jahre. Und ich hoffe, dass das auch weiterhin auf einem gesunden, gesunde Grundlage wird für die Zukunft. Denn ich habe das miterlebt, als auf dem Germanshof die Schlachtbäume weggemacht wurden. Das waren so Jugenderinnerungen. Und ich hoffe, dass auch weiterhin keiner mehr kommt. Schlachtbaum. Was für mich Europa bedeutet, ist, glaube ich, unisono hier die Meinung primär, dass wir seit über 70 Jahren in Frieden und Freiheit leben können. Das ist mal das Erste, abgesehen mal von den ökonomischen Gesichtspunkten. Drittens ist für mich wichtig auch die Völkerverständigung, die damit zusammenhängt, insbesondere zwischen Frankreich und Deutschland. Europa für mich ist Gemeinschaft, ist Freiheit, ist Frieden und auch zum großen Teil Wohlstand. Und ich will es nicht missen. Circa 250 Bürger nahmen die Einladung an. Wir befinden uns hier auf einem europahistorisch bedeutsamen Platz. Ich will dies mit ein paar Anmerkungen erläutern, aber zum Einstieg nur ein paar Zitate. Die augenblickliche Zersplitterung Europas ist sinnlos und gefährlich. Allein durch die europäische Einheit können im Frieden die Werte geschützt und entwickelt werden, die unsere gemeinsame Kultur darstellen. Wir erheben Protest gegen die Doppelzüngigkeit der europäischen Regierungen, die immer wieder von einer europäischen Einigung sprechen, sich aber weigern, auch nur den geringsten Teil ihrer Staatshoheit der größeren europäischen Einheit zu opfern. Wir verlangen die Bildung eines echten europäischen Parlaments und einer europäischen Regierung. Sind das Zitate aus Pro-Europa-Kundgebungen der erwachenden Jugend oder von Wahlplakaten pro-europäischer Parteien? Möglich wär's, denn sie klingen aktuell. Aber die Zitate stammen aus einer Resolution, die vor ziemlich genau 69 Jahren hier auf diesem Platz am 6. August 1950 verlesen wurde. In Europa scheint sich so arg viel bis heute noch nicht verändert zu haben. Leider, kann man sagen. Nach einer geschichtsträchtigen Rede von Wolfgang Bambay ging es zur Stärkung zum St. Germanshof. Jetzt. Alle vier habe ich damit jedes Land gemacht. Auf jeden Fall sind wir auf dem richtigen Weg. Die bereitgestellten Busse brachten die ca. 250 mitgereisten Bürger zum Kriegsgräberfriedhof nach Niederbronn im Elsass. Im Namen des Fördervereins ein herzliches Willkommen, im Namen auch von
jetzt Stellvertreterin, dann wieder Vorsitzende Angelier, Bürgermeisterin von Niederbronn. Herzlich willkommen an dieser Stätte. Der Neubau, die Erweiterung der Stätte ist ein ganz, ganz wichtiges Element, um diese Jugendbegegnungsstätte zukunftsfähig zu machen. Hier wurde die Erweiterung der Jugendbegegnungsstätte gefeiert und die Wichtigkeit der europäischen Zusammenarbeit hervorgehoben.